Hallo und herzlich willkommen zu nun schon 8. Sendung in diesem Semester. Wir haben heute wieder einige spannende Themen für euch und ich gebe euch auch gleich noch einen Ausblick, was wir im Laufe der Sendung noch für euch haben. Aber zunächst einmal begrüße ich hier unser Teammitglied Julia, die Hochschulexpertin von OrgaTV. Wir haben uns heute wieder was anderes und was Besonderes für euch überlegt. Wir haben nochmal einen Beitrag als Picture-in-Picture, wie wir letzte Woche ja auch schon hatten, wo also der Beitrag als kleines Foto oder als kleines Bild in der Mitte von uns sein wird. Das hatten wir letzte Woche ja auch schon gesehen bei dem Beitrag zum Reisetagebuch mit Kalli. Ja, und wir haben einen Flipchart, um euch mal ein paar Sachen etwas verständlicher rüberzubringen und die ganze Sache hier etwas interaktiver zu gestalten. Julia und ich werden vor, zwischen und nach dem Beitrag, der als Picture-in-Picture zu sehen ist, über ein wichtiges Thema diskutieren. Das Thema ist der OrgaTV-Faktencheck zur Vollversammlung, die letzte Woche stattgefunden hat. Und insbesondere zu dem Thema, was wurde denn aus den ursprünglichen 10 Millionen Euro Kompensationsmitteln? Wo sind die hin? Dazu sprechen wir und sehen uns auch verschiedene Aussagen an von unter anderem unserem Universitätspräsident Linde Weber, dem Vorsitzenden des Universitätsrates Professor Dr. Stock, Rolles, Govinda und Grandjean. Weiteres großes Thema wird heute sein die Stupawahl, die aktuell an der UDS laufen. Seit Montag bis zum kommenden Freitag finden die an der Uni auf dem Campus in Saarbrücken und Homburg statt. Und das sind die Wahlen zum 62. Studierendenparlament. Ja, und zu diesem Thema haben wir auch noch zwei Beiträge für euch. Zum einen von das Team und zum anderen von dem RCDS, die in den Beiträgen zur Wahl aufrufen und auch ein paar Statements zur Zersparung der Uni geben. Ja, und zu diesem Thema passend haben wir auch noch zwei Studiogäste hier, nämlich den Ali und die Samira, Mitglieder der Hochschulgruppe Jusos und Unabhängige, mit denen ich auch über das Jusos-Wahlprogramm sprechen werde und zur Wahl aufrufe. Ja, also das war jetzt mal schon mal der Ausblick für heute, was euch heute hier erwartet. Und wie ihr jetzt gehört habt, sind wieder wirklich spannende Themen dabei, also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, aber jetzt zurück nochmal zu unserem Faktencheck zum Thema Kompensationsmittel. Ich habe ja die Julia hier bei mir, die habt ihr ja schon gesehen. Und das OrgaTV-Team besuchte ja letzte Woche Mittwoch die Vollversammlung im Audimax zu dem Thema Sparmaßnahmen an der UDS, Gefahr für dein Studium. Professor Dr. Linde Weber und Professor Dr. Stock haben ja den Studenten Rede und Antwort gestanden. Und ich habe darin oft was gehört von Kompensationsmitteln, da wurde oft drüber gesprochen. Mhm. Kannst du unseren Zuschauern und mir vielleicht mal sagen, was das überhaupt ist? Gut, Kompensationsmittel war quasi ein Ersatz, die das Land der Uni gegeben hat, wie die Studiengebühren abgeschafft wurden. Und diese Kompensationsmittel sollen eigentlich der Lehre dienen. Also damit sollen Tutorien, AGs bezahlt werden oder auch das Personal, das gewährleisten, dass die Bibliothek eine längere Öffnungszeit hat etc. Okay. Ja, und es waren noch ursprünglich mal 10 Millionen Euro Kompensationsmittel, die zur Verfügung standen, ne? Genau, wir hatten ursprünglich diese 10 Millionen gehabt. Ja, und wie viel davon haben wir jetzt noch oder zukünftig? Ja, das ist halt die Frage. Darüber scheiden sich die Geister momentan. Also wir haben einmal 5 Millionen haben wir noch. Mhm. Und die anderen 5 Millionen, weil du mich so fragend ansiehst, sind in den Gesamthaushalt eingegangen. Mhm. Darauf haben wir auch keinen Einfluss mehr. Okay. Wie gesagt, das ist die Folge darauf, dass durch die Sparmaßnahmen der Landesregierung, deshalb sind die 5 Millionen weg. Mhm, okay. Ja, und das ist das, was wir aktuell noch haben, ne? Genau. Ja, und zukünftig wird es auch noch runtergeschraubt, oder? Ja, denn von den verbleibenden 5 Millionen verfügt das oder hat das Präsidium jetzt entschieden, davon noch Teile wegzunehmen. Und also das Ganze geht natürlich über die Köpfe der Studenten hinweg. Ich meine, das ist ja eigentlich unser Geld. Ja. Und es soll fast halbiert werden und davon sollen dann noch 2,7 Millionen übrig bleiben. Okay. Also nochmal zum Verständnis. Das heißt, wir hatten jetzt 10 Millionen Euro an Kompensationsmitteln. Mhm. Die wurden runtergeschraubt oder sollen runtergeschraubt werden auf bis zu 2,7 Millionen. Genau. Ja. Wie sollen dann bitte, wenn vorher 10 Millionen zur Verfügung standen, für die Sicherstellung der Qualität der Lehre, für die Bezahlung der Tutorien, AGs, Übungen, all solche Sachen, wie sollen die dann mit
einer solchen Einbuße am Geld noch bezahlt werden? Das ist eine gute Frage. Das stellt sich, glaube ich, momentan jeder. Es war auch von der Landesregierung gab es damals eine klare Regelung, für was diese Gelder eingesetzt werden sollen. Es war auch ein Versprechen der Landesregierung, dass damit, wie du sagst, unsere Lehre einfach gewährleistet wird, die Qualität der Uni einfach beibehalten werden soll, trotz des Wegfalls der Studiengebühren. Und ja, aber wie man sieht, verschwinden die Gelder. Ja, aber Versprechen sollten ja normalerweise eingehalten werden. Normalerweise, ne? Schon, genau. Ja. Und was ist jetzt mit den 5 Millionen, die wir jetzt aktuell haben? Also die aktuell haben wir noch 5 Millionen. Wobei diese 5 Millionen ja bis 2020 geht ja das Sparprogramm. Ja. Und die sollen bis zu 2020 sollen die runtergeschraubt werden auf 4 Millionen. Ja. Das heißt aber, Professor Lindeweber hat ja gesagt, 5 Millionen sind gebunden. Das heißt, von den 5 Millionen werden das Sprachenzentrum bezahlt, die Studienkoordination etc. Und eigentlich steht das Geld auch nicht mehr zur Verfügung. Okay. Ja, ich hatte aber, glaube ich, eine andere Aussage jetzt im Kopf von der Vollversammlung. Also wir hatten doch weniger Mittel gebunden, oder? Genau, es gibt dazu noch eine andere Aussage, dass die eigentlichen Mittel, die gebunden sind, nur in Anführungsstrichen 1,3 Millionen sind. Mhm. Wie man aber jetzt auch sieht, 2,7, 1,3, eine Million fehlt dann immer noch. Die ist wohl verschwunden. Okay. Ja, also durch die verschiedenen Aussagen hier sieht man ja, dass es eigentlich keine Transparenz gibt und auch vor allem keine Verständlichkeit seitens der Studenten oder egal von welcher Seite aus jetzt. Ja, woher soll man denn jetzt bitte als Student wissen, was hier gebunden ist, wo das Geld hingegangen ist, weil das Geld überhaupt zur Verfügung steht? Gut, also ich mag dich jetzt ungern weiter verwirren, aber ich hätte da noch eine dritte Variante für dich. Und zwar ist es so, dass der Stand ist, es sind keine 5 Millionen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sondern 5,25 Millionen. Okay. Und von diesen 5,25 Millionen soll ein Viertel in ein Viertel Millionen Schritten reduziert werden, bis wir dann 2020, und die Aussage überschneiden sich dann, Gott sei Dank mal, 4 Millionen zur Verfügung haben. Mhm, okay. Also ich muss jetzt wirklich sagen, dass ich angesichts dieser vielen verschiedenen Zahlen, die sich ja teilweise auch widersprechen, sagen muss, dass ich echt erschrocken darüber bin und auch ja, enttäuscht darüber, wie viele verschiedene und widersprüchliche Aussagen es da gibt zu diesem Thema. Mhm. Und ich denke mal, wir als Studenten sollten doch am ehesten mal darüber informiert werden, was uns erwartet und was mit dem Geld, das ja für unser Studium bestimmt ist, was mit dem geschieht. Weil unser Studium ist ja in Gefahr, also sollten wir auch wissen, warum und ja, wo das Geld hier hingeht. Und da ist es eigentlich ja nicht in Ordnung, dass man nicht genügend oder auch teilweise falsch informiert wird. Weil bei so vielen Aussagen kann ja nicht jede Aussage stimmen. Ne? Also es kann nicht alles der Wahrheit entsprechen. Irgendwo muss hier was falsch gelaufen sein. Aber wir gucken jetzt mal einen Beitrag und schauen uns mal an, wer jetzt hier welche Aussagen getroffen hat. Eine Mittelreduktion von 10 Millionen von einem Jahr zum anderen zu verkraften. Und man hat das staatlicherseits dadurch versucht aufzufangen, dass man 5 Millionen aus den Kompensationsmitteln uns veranlasst hat, in den Haushalt zu ziehen. Darüber hinaus haben wir bis 2020 mit keiner Steigerung des Haushaltes zu rechnen, welche dadurch etwa gerechtfertigt wäre, dass die Preise davonlaufen. Literaturversorgung wurde eben angesprochen oder auch die Löhne und Gehälter davon. Daraus rechnet sich aus, dass wir in der Tat einen Sparkurs gehen müssen. Wenn man nun mal die Bereiche in Betracht nimmt, in denen es überhaupt möglich ist zu sparen, dann ist es dort in der Tat ein heftiges Volumen, je nachdem, welchen Bereich wir anschauen, Verwaltung etwa 18%. Und das ist sehr viel. Danke. Das sind alles Probleme, die in den letzten Jahren eigentlich mit Kompensationsmitteln bezahlt wurden. Das sind wirklich, diese Kompensationsmittel waren der Ersatz für die Studiengebühren. Da wurden uns vor 2 Jahren etwa 5 Millionen weiterhin zugesichert. Genau aus diesen Mitteln wurden zusätzliche Tutorien bezahlt, wurden zusätzliche Übungen angeboten und Zusatzleistungen einfach geschaffen, die uns allen von Vorteil sind im Studium. Und da wird jetzt wieder eingespart, das Präsidium plant jetzt gerade, und das wird auch heute im Umwelt besprochen, die Kompensationsmittel von 5 Millionen in einen Haushalts-, in einen Strategiefonds, Studium und Lehre mit 2,7 Millionen zu stecken. Und über die restlichen Mittel, die dann noch fehlen, haben wir kein Mitspracherecht mehr. Und aus diesen Mitteln sind dann auch keine Tutorien mehr verfügbar. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir brauchen die Kompensationsmittel. Wir brauchen voll 5 Millionen, die uns von der Landesregierung versprochen wurden und auch von den Regierungen.
Führungsnation. Und wir wollen auf jeden Fall bis 2020 wird uns insgesamt, also in 2020 sollte es noch etwa 4 Millionen sein. Und das sind trotzdem mehr als 2,7 Millionen, die wir jetzt noch übrig haben sollen. Und das geht nicht. Sie dürfen aber eins nicht vergessen: Wir zahlen die Studienkoordinatoren. Wir zahlen das Zentrum für Schlüsselkompetenzen, wir zahlen das Sprachenzentrum aus diesen Mitteln, die nicht dann in dem Topf mehr verfügbar sind. Das heißt, ein großer Teil der Kompensationsmittel, der bescheidene Rest von jetzt noch 5 und abschmelzend auf 4, ist bereits gebunden. Und das mit Zustimmung der Studierenden in den universitären Gremien. Also die Zahlen, die ich bis jetzt weiß, oder die mir zugetragen wurden, sind, dass 1,3 Millionen gebunden sind. Aber mit dieser Bindung, dass immer noch Kompensationsmittel, die strategisch eingesetzt werden sollen, für die Qualitätsverbesserung eigentlich ursprünglich sogar jetzt nur noch für den Qualitätserhalt. Und wenn man 2,7 und 1,3, dann fehlt immer noch etwa 1 Million. Und die ist im Moment auch verschollen. Aber das ist eine Diskussion, die aktuell noch geführt wird. Deshalb kann ich verstehen, dass ich da jetzt keine Antwort drauf habe. Wir halten Kompensationsmittel, die gedacht sind ja, zur Kompensation von Studiengebühren, die nicht mehr existieren. Dort haben wir heute noch 5,25 Millionen Euro in 2015. Das geht dann in Viertelmillionen-Schritten runter auf dann 4 Millionen im Jahr 2020. Ja, aber Sie haben es gerade angesagt, auch wir sind uns bewusst, dass eine Lehre eingespart werden muss. Allerdings wurde schon eingespart, indem von 10 auf 5 Millionen reduziert wurde. Es gibt keinen Grund, jetzt von 5 auf 2,7 Millionen zu reduzieren, weil das wurde uns zugesichert und das ist an der Stelle schlicht notwendig. Genau, jetzt haben wir gerade die verschiedenen Fakten, wie man es auch nennen mag, gehört gehabt. Mhm. Ja, also wie gesagt, es war halt, wie wir letzte Woche auch schon, wie wir da waren, ja gesehen haben, es ist immer jemand anderes dran schuld gewesen. Ja. Und die einen sagen, es ist der Universitätsrat, die anderen sagen, es ist die Landesregierung. Aber ich glaube, daran wird sich halt nichts ändern. Nee. Ja, es ist auch echt, also ich bin immer noch so verwirrt wie jetzt vor unserem Beitrag hier. Also durch die vielen verschiedenen Aussagen, ja, kriegt man ja eigentlich als Student gar nicht mehr durch. Mhm. Jetzt hatte ich aber noch was anderes gehört bei der Vollversammlung, ging es auch noch um strategische Töpfe. Mhm. Um was es sich da handelt, schauen wir uns mal im Beitrag an. Wenn Sie unter Sparzwängen leiden, neigt man dazu, überall etwas wegzunehmen. Das ist der Tod jeglicher Handlungsfähigkeit. Aus diesem Grund muss gerade, wenn es einem nicht besonders gut geht, dafür Sorge getragen werden, dass Geld für notwendige Maßnahmen kommen, die in 2 Jahren notwendig sind, die ich heute gar nicht planen kann. Das heißt, dieser Rest von Freiheit, der muss der Universität erhalten bleiben. Insoweit gilt dieses sowohl für die Forschungsagenten, wo es auch strategisch gilt, als auch für die Lehragenten. Wir brauchen Möglichkeiten, Manövriermöglichkeiten, studentische Lehre vielleicht sogar zu optimieren. Und das ist keine Entscheidung des Präsidiums. Das ist eine Entscheidung des Landes, ihrer Landesregierung. Und ich muss darauf hinweisen, natürlich ist das so. Die Landesregierung hat die Kompensationsmittel auf Zeit gewährt. Nie vergessen, es war auf Zeit. Dass es ein Jammer ist, dass es ist so. Mein Gott, ich rede doch im Ministerium die ganze Zeit. Die Frage ist, wie sichern wir die Möglichkeiten, genügend Geld für die Lehre zu bekommen. Das ist ein schwieriges Problem, da nützt das Kopfschütteln gar nichts. Da heißt es heftig ringen mit der Landesregierung. Ja, also ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, noch genauso durcheinander wie vor dem Beitrag. Es gibt zu viele Zahlen, es gibt zu viele Widersprüche. Es ist nicht klar, wie viele Mittel wirklich noch vorhanden sind, wie viele zukünftig vorhanden sein werden, was gebunden ist, welches Geld, wer letztendlich dafür verantwortlich ist, dass es so runtergeschraubt wird. Also es ist alles ziemlich undurchsichtig. Ja, also hier kann man keine richtige Aussage dazu geben. Wir werden da mal dranbleiben und dann gucken wir mal, was sich noch ergibt. Vielleicht kommt ja die Lösung noch. Genau, mal gucken. So, aber jetzt noch zu einem anderen wichtigen Thema. Aktuell laufen ja die Stupa-Wahlen an der UDS, also die Wahlen zum 62. Studierendenparlament. Ja, die Wahlen sind seit Montag sind die gestartet und gehen noch bis Freitag. Also morgen und übermorgen habt ihr noch die Möglichkeit, sowohl in Homburg als auch in Saarbrücken zu wählen. Ich habe auch eben schon gehört, dass in Homburg bisher ziemlich wenige gewählt haben. Deswegen geht wählen, das ist wichtig. Ihr wollt ja auch mehr Mitbestimmung, also müsst ihr euch auch dafür einsetzen, müsst auch was dafür tun. Also geht wählen. Ja, und wen kann man denn so wählen? Also wir hatten ja
in den vergangenen Sendungen ja schon mehrmals verschiedene Mitglieder von Hochschulgruppen da, die auch teilweise über das Wahlprogramm oder zumindest über das gesprochen haben, für was sie sich einsetzen. Ja, und jetzt haben wir heute noch zwei Beiträge von Hochschulgruppen für euch, die auch einen Aufruf machen zur Stupawahl, ein paar Statements geben auch zur Zersparung der Fakultäten und die auch ein bisschen ihr Wahlprogramm vorstellen. Ja, und da haben wir jetzt den RCDS und auch das Team und da könnt ihr mal im Beitrag sehen, was die zur Stupawahl da genau zu sagen haben. RCDS steht weiterhin ganz klar gegen die Fakultätsneugliederung. Wir sind weiterhin gegen die Zerschlagung der Fakultät 1. Der heutige Tag hat gezeigt, dass auch die Studenten hinter dieser Meinung stehen. Wir als RCDS werden uns weiterhin ganz klar dafür einsetzen, dass wir eine Fakultät bleiben möchten. Die Fakultät 1 soll weiterhin aus Jura und BWL bestehen. An dieser Stelle möchte ich auch ganz klar den AStA kritisieren. Es kann nicht sein, dass unsere Studierendenvertreter sich hinstellen und sagen, in dieser Thematik verhalten wir uns neutral. Ich hätte mir gewünscht, dass der AStA sich hier ganz klar zu den Studenten bekennt. Wir würden das im AStA besser machen. Wir würden für die Belange der Studierenden stehen. Und wir würden auch ganz klar kämpfen. Das ist meine Meinung zum Thema Fakultätenneugliederung. Und was ich noch dazu sagen möchte, es kostet Geld, es bedeutet mehr Aufwand für die beteiligten Personen und das ist Geld und Zeit, die momentan nicht zur Verfügung steht. Und deshalb sind die Pläne des Präsidiums vollkommener Irrsinn. Vom 15. bis 19. Juni sind an dieser Universität Stupawahlen. Geht zur Wahl und wählt den RCDS, denn wir sind für euch da, wir stehen für die Belange der Studenten ein und was wir auch machen möchten, wir möchten einen kleineren, günstigeren und vor allem effektiveren AStA, der für euch da ist, der für euch arbeitet, denn das soll der AStA sein und nicht das, was er momentan ist. Hallo, wir sind zwei Mitglieder der Hochschulgruppe Das Team. Mein Name ist Philipp und neben mir sitzt Moritz. Wer ist das Team? Das Team ist entstanden aus den Fachschaften Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften und besteht auch heute zu großen Teilen noch aus Mitgliedern der beiden Fachschaften. Ja, wir treten dieses Jahr bei der Stupawahl an und wollten euch einfach mal so unsere Standpunkte klar machen. Zum Beispiel ist ein Ziel von uns, dass die Studierenden einfach mehr Mitsprache in der Universität haben. Denn wir glauben, dass die Studierenden am besten wissen, wo der Schuh drückt. Wir müssen einfach unsere Stimme auch erheben und müssen sagen, hier fehlt Geld, hier fehlt Geld, hier läuft auch was gut, das kann man auch mal sagen. Aber wir denken einfach, dass wir da einfach gehört werden müssen. Denn wenn das alles regiert wird, sozusagen ohne die Leute mitzunehmen, dann kommen wir einfach nicht weiter hier in so einem großen Komplex. Genauso sprechen wir uns aktuell gegen die geplante Fakultätszerschlagung der Fakultät 1 aus. Wir sehen einfach im Moment einen falschen Zeitpunkt dafür, und zwar da mehrere Professuren bei den Wirtschaftswissenschaften wegfallen. Und wir wollen halt einfach verhindern, dass an der falschen Stelle momentan gespart wird. Wir sehen schon, dass gespart werden muss, aber wir sehen einfach die Diskussion über die Fakultätszerschlagung einfach zum falschen Zeitpunkt geführt. Ja, vielleicht sollte man sie auch einfach noch länger führen, weil wir persönlich haben davon vor ein paar Monaten erst erfahren und so ein großer Veränderungsprozess, der muss einfach lange geplant werden und von allen auch ausreichend diskutiert werden. Deswegen sprechen wir uns jetzt wirklich dafür aus, dass das einfach zumindest mal noch weiterhin diskutiert wird und einfach nicht direkt stattfindet. Ein weiterer Punkt ist auch noch, dass wir sehen, dass Geld an der Uni vorhanden ist, dass wir aber glauben, dass es nicht an die richtige Stelle kommt. Also dass es nicht bei den Studierenden einfach ankommt, sondern vielleicht auch in Prestigeprojekte fließt oder in Gebäude fließt, die vielleicht erstmal nicht so wichtig sind, wenn hier ein Tutorium fehlt. Wenn ich nicht meine Klausur schreiben kann, weil ich nicht ausreichend darauf vorbereitet bin, brauche ich keine schöne Straße. Das ist so. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und solche Entwicklungen sehen wir einfach an der Uni und fordern deshalb auch einfach mehr Mitsprache der Studierenden, dass wir sehen,
wo drückt der Schuh bei uns, wo brauchen wir Mittel und wie können die da hinkommen? Deswegen ist eine Transparenz auch an der Uni, glaube ich, momentan nicht wirklich gegeben und sollte auf jeden Fall größer sein, dass man einfach sieht, wie wird Geld verteilt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr in der Woche vom 15. bis 19. Juni das Team wählt. Ihr könnt wählen in der Mensa, am Campus Center, im Audimax, in Homburg, im Verteilergeschoss, C52 und in der Informatik. Wählt das Team, wir stehen für euch ein, wir versuchen, eure Studienqualität zu erhalten. So, jetzt hattet ihr schon mal Einblick in zwei verschiedene Wahlprogramme bzw. zwei verschiedene Hochschulgruppen, die sich hier vorgestellt haben, kurz. Ja, und zum Thema Stupawahlen habe ich jetzt auch noch zwei Studiogäste hier. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Hallo. Stellt euch vielleicht einfach mal kurz selbst vor, bitte. Ich bin Ali, ich gehöre zu den Jusos und den Unabhängigen. Bin seit einigen Jahren im AStA tätig. Ja. Ja, und freue mich, hoffentlich die Studierenden auch weiterhin da vertreten zu können. Ja, mein Name ist Samira, ich studiere Geschichtswissenschaften, bin auch seit einem Jahr jetzt im AStA und darf dort das Referat für Fachschaften leiten, zusammen mit meinem Co-Referenten Lukas Hurig. Mhm. Ja. Den hatten wir ja auch gesehen bei der Vollversammlung, ne? Genau, der auch wir durften das an dem Abend moderieren, also das war auf Wunsch der Fachschaften. Mhm. Wir sollten uns nur inhaltlich neutral halten, aber ja, wir haben das moderiert an dem Abend. Okay. Genau. Ja, also wie ihr ja schon gesagt habt, seid ihr Mitglieder der Jusos und Unabhängige und auch im AStA. Mhm. Was ist denn da euer Amt, beziehungsweise du hast es schon gesagt, was ist da euer Aufgabenbereich auch beim AStA jetzt? Soll ich anfangen? Ich bin verantwortlich für die internationalen Studierenden und gleichzeitig für Studienqualität. Okay. Das heißt, ich bin beratend zuständig für internationale Studierende, das kann alles Mögliche sein. Manchmal haben die Probleme zum Beispiel mit der Ausländerbehörde oder mit irgendwelchen Klausuren. Es kann sein, dass sie durchgefallen sind dreimal und Widersprüche verfassen müssen. Es kann sein, dass sie GEZ-Probleme haben. Das ist ja auch ein Riesenproblem, wo wir dann auch versuchen, da Lösungen zu finden. Zum Beispiel ist es so, dass diejenigen, die BAföG bekommen, den GEZ nicht bezahlen müssen. Okay. Das Problem ist nur, dass die meisten internationalen Studierende gar nicht berechtigt sind, BAföG zu bekommen. Und aber trotzdem dann GEZ bezahlen, obwohl sie wahrscheinlich auch viel, viel weniger haben als die anderen Studenten. Das ist halt ein Riesenproblem und da versuchen wir immer wieder, denen irgendwie zu helfen. Mhm. Genau. Okay. Und wir haben gleichzeitig Informationsveranstaltungen immer Anfang des Semesters. Dabei laden wir die ganzen internationalen Studierenden ein und erklären ihnen, was sie alles beachten müssen und gehen auch auf ihr Studium ein, Studienkolleg auch teilweise. Und erzählen ihnen eben, was wichtig ist, wohin sie können, wie sie sich einschreiben, wie sie sich versichern können, worauf sie achten müssen. Zum Beispiel bei Studienkolleg ist es so, dass man Anfang des Semesters, also während man da studiert, privat versichert sein muss und erst später dann in den staatlichen kann. Mhm. Aber nicht unbedingt muss, aber wäre eben auch ratsam. In dem, genau. Und auch Kulturveranstaltungen für internationale Studierende, zum Beispiel Global Village, ich glaube, da hattet ihr auch einen Beitrag dazu. Genau, da hattet ihr auch in der Vergangenheit einen Beitrag drüber gezeigt. Ja. Das war eine gelungene Veranstaltung, oder? Ja, das war recht gelungen. Also wir waren zufrieden. Es waren sehr viele Stände von unterschiedlichen Ländern und Kulturen vertreten. Und ich glaube, wir haben die Kulturen auch der ganzen Studierendenschaft im Grunde näher gebracht. Also ich war sehr zufrieden. Ist ja auch schön, die Kulturen dann zusammenzubringen und voneinander zu lernen. Auch ja, irgendwo, ne? Das stimmt. Das war eben zu den internationalen Studierenden. Ich mache ja noch Studienqualität. Das heißt, wenn irgendjemand Probleme mit dem Studium an sich hat oder auch mit den Anschreiben, auch Beratungen, Wechsel, alles Mögliche, also versuchen wir denen zu helfen. Es laufen auch Projekte zum Beispiel, wie wir Studienqualität an sich verbessern können. Ja. Und zum Global Village noch mal kurz. Wie kam es denn dazu, dass es organisiert wurde überhaupt? Also das war schon öfter, oder? Also wir haben das zum zweiten Mal organisiert mit unserem Referat. Ich mache das ja nicht alleine, ich mache das ja mit Moha zusammen. Und davor hat es immer Isaac vor einigen Jahren organisiert. Das Problem ist, dass es Isaac nicht mehr gibt, aber es ist so eine tolle Sache, wo man Studierende auch die Kultur näher bringt, dass wir uns gedacht haben, das übernehmen wir jetzt einfach mal und werden das einfach mal organisieren und das auch mit Erfolg. Also sehr, sehr zufrieden, wie gesagt. Okay, super. Ja, wir hatten es ja auch begleitet ein bisschen mit dem mit der Kamera und hatten da ja auch schon was drüber gezeigt. Genau. Ja. Und du bist auch ein bisschen zuständig für die Demos und so, ne?
Also die jetzt stattgefunden haben in der vergangenen Zeit? Also ich bin quasi über die Demonstration zum AStA gekommen, kann man sagen. Also damals ging es ja der Philfag speziell im Kragen. Ja. Und wir waren natürlich auch interessiert, dass die Geisteswissenschaften bei dieser ganzen Einspardebatte nicht wieder mal schlecht wegkommen, weil das ist oft so, dass man eben sagt, ja, Geisteswissenschaften, Hobby-Studienfächer, was wollen die denn Geld verdienen später? Und das wollten wir halt verhindern, dass wir quasi wieder mundtot gemacht werden. Und wir haben damals dann angefangen, die Demonstrationen zu organisieren und haben halt für die Philfag quasi auf die Pauke gehauen und sind zum Präsidium marschiert. Wir sind dann später nochmal in einer Großdemo an die Staatskanzlei. Und ich habe da so ein bisschen die Koordination zusammen mit vielen Akteuren aus den Fachschaften übernommen. Und da wurde dann eben auch der AStA auf mich aufmerksam, der diese ganzen Sachen immer unterstützt hat. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann als Unabhängige das Fachschaftenreferat zu übernehmen, was ich dann sehr gern getan habe. Und da bin ich jetzt schon, ja, das ist jetzt ein Bereich, da kommt man nicht so viel mit so verschiedenen Bereichen in Kontakt, wie das bei Ali ist, der ja ganz unterschiedliche Studienqualitätssachen bearbeitet. Ich bin hauptsächlich dafür da, eben die Fachschaften untereinander zu vernetzen, für eine gute Kommunikation zu sorgen. Aber ich mache auch so ganz banale Sachen wie Bescheinigungen über ehrenamtliche Arbeit in den Räten ausfüllen. Wir rufen immer die erste Fachschaftskonferenz im Semester aus und dann wird ein Vorsitz gewählt und der übernimmt das dann quasi. Aber wir machen auch halt hauptsächlich Servicearbeit für die Fachschaftsräte, was aber auch ganz wichtig ist, dass eben die Fachschaften auch untereinander viel Kontakt haben, damit einfach bei solchen Fällen, wie wir das jetzt haben, also im Zuge der Einspardebatte, quasi auch die Fachschaftsräte stark vertreten sind und ihre Meinung stark äußern können, sodass die eben auch gehört wird. Und da unterstützt der AStA mit dem Fachschaftenreferat eben die entsprechenden Stellen. Und ja, das ist so das, was ich so mache. Ansonsten machen wir so Reisekostenrückerstattung für Bundesfachschaftentagungen und so. Also das, die Fachschaftsräte wissen jetzt, wovon ich alles rede, aber an dieser Stelle ist das, glaube ich, ein bisschen, führt das dann zu weit. Okay. Ja, und dann vielleicht nochmal zurück jetzt zu den Stupawahlen. Ist ja jetzt ganz aktuell, es sind jetzt schon 3 Tage rum der Wahl, aber morgen und übermorgen ist ja noch Zeit, dass die Leute auch wählen gehen. Genau. Ja, vielleicht stellt ihr immer noch euer Wahlprogramm vor, dass man auch weiß, wenn man euch wählt, für was ihr euch einsetzt und was ihr erreichen wollt. Also grundsätzlich haben wir ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Da stehen viele Punkte drauf. Das geht über behindertengerechten Campus, Studieren mit Kind, aber natürlich auch Erhalt der Fakultäten, beziehungsweise wir sind gegen eine Zerschlagung nur zu Prestigezwecken. Das ist einer unserer wichtigen Inhalte. Mhm. Wer sich das gesamte Programm angucken will, der geht am besten auf unsere Homepage oder auf Facebook. Da haben wir auch eine Seite und informiert sich dort vor Ort. Können wir auch gerade nennen, oder? Genau. Ja, klar, könnt ihr auch nennen, gerne. Also wir haben mal unseren Flyer mitgebracht. Zum Beispiel www.jusuhsg-saar.de. Genau. Da haben wir auch ganz detailliert. Da findet man auch nochmal alle Direktkandidaten, die man wählen kann, entsprechend in welchen Fakultäten man eben studiert. Ja. Ansonsten, ja. Auch also die ausländische, die Internationalität der Universität wollen wir natürlich erhalten. Es wurde ja auch sehr oft darüber geredet, ob Studienkolleg zum Beispiel wirklich nötig ist für die Universität. Wir finden, dass es extrem nötig ist. Insbesondere kann die Universität nicht einerseits sagen, wir möchten eine europäische Universität sein und wir wollen international bleiben, aber andererseits nicht diese Leute wirklich fördern. Ja. Deshalb ist für uns auch das Sprachenzentrum ganz wichtig, weil wir wissen, das ist eine Institution, die wirklich intensiv auch von den Studierenden genutzt wird und die sehr wichtig ist für uns. Und deshalb wollen wir auch weiterhin das Sprachenzentrum unterstützen, dass das weiterhin der Universität erhalten bleibt. Mhm. Okay. Und ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt jetzt, also mit den Kompensationsmitteln, die ja heute großes Thema bei uns waren, hattet ihr auch noch was zu vermelden, oder? Ja, genau. Also wir haben ja, wir sind jetzt insgesamt im AStA seit 4 Jahren. Also ist immer die JUSO-HSG mit dabei und mischt mit. Mhm. Das spricht natürlich auch für uns, weil wir dementsprechend Erfahrung haben auf dem Gebiet. Wir sitzen alle als Kandidaten eben in den verschiedenen Gremien, in den Fakultätsräten. Wir sehen dahinter die Kulissen und wissen deshalb, wo die Fäden zusammenlaufen und wie wir die Leute am besten ansprechen. Und wir haben auch schon seit diese ganze Sache aufkam mit den Kompensationsmitteln von Anfang an natürlich dafür gekämpft, dass diese Kompensationsmittel nicht nur vom Präsidium nach Wunsch verteilt werden, sondern dass eben auch die Studenten da ein Mitspracherecht haben. Und so viel wir jetzt erfahren haben, hat das auch
gestern Erfolg gezeigt. Mhm. Wir haben nämlich gehört eben von Seiten unserer Senatoren und des AStA-Vorsitzes, dass eben auch diese 5 Millionen Kompensationsmittel, über die jetzt die ganze Zeit auch auf der Vollversammlung intensiv diskutiert wurde, dass ein Teil dieser Mittel eben nicht quasi weg ist und niemand weiß davon, sondern uns wurde von Seiten des Präsidiums gestern definitiv zugesichert, dass die Studenten ein Mitspracherecht daran bekommen. Das heißt, dass diese Mittel quasi auch dann, je nachdem, was halt beschlossen wird, quasi auch für Tutorien und Erhalt anderer Kurse und Seminare eingesetzt werden können. Also die Studenten haben jetzt die Möglichkeit, ganz gezielt zu sagen, wir möchten, dass diese Mittel an die und die Stellen fließen auch und dementsprechend dann der Uni auch zugutekommen und die Sparlast quasi ein bisschen abmildern, sozusagen. Das spricht, glaube ich, auch für unsere Hochschulgruppe, die sich im AStA seit Jahren engagiert hat. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar, muss man sagen, jedes Jahr mehr Stimmen von den Studierenden bekommen. Und wie gesagt, das spricht auch für unsere Arbeit. Mhm. Und mit den Kompensationsmitteln ist ja wirklich eine gute Nachricht jetzt. Also wir hatten ja heute, ich hatte ja mit Julia schon diskutiert hier und auch mit dem Flipchart, wo wir fast selbst nicht mehr durchgeblickt haben mit den ganzen verschiedenen Zahlen und so, aber ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Ja, wollt ihr vielleicht noch einen Aufruf machen? Es sind ja noch zwei Tage Zeit und Wähler braucht man immer. Wählen ist wichtig, also geht auf jeden Fall wählen, nutzt noch die Zeit. Ihr könnt euch jeden Tag informieren, es stehen genügend Stände überall auf dem Campus verteilt, wo ihr eben die einzelnen Wahlprogramme der Hochschulgruppen bekommen könnt. Und ansonsten die Wahlkabinen gibt es in der Mensa. Es gibt sie am Campus Center und im Audimax und im Gebäude C53, also hinten im Verteilergeschoss für die Filfak vielleicht. Ganz interessant. Und ansonsten möchten wir natürlich auch auf dem Campus Homburg die Studierenden ermuntern, dass sie vor allen Dingen dort auch wählen gehen. Und ja, die Wahlbeteiligung dort ist jetzt zurzeit nicht sehr gut, ein bisschen niedrig. Also das wäre schon schön, weil wir im Grunde die komplette Studierenden repräsentieren möchten und wir möchten eben das auch mit einem großen Wahlbeteiligung tun, weil das halt immer besser ist. Und bisher sieht es nicht so toll aus. Es haben bisher 1300 ungefähr haben abgestimmt. Und es sind aber noch zwei Tage da, also geht wählen. Okay, gut. Dann mal vielen Dank für das nette Gespräch und ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Ja, dann sind wir auch fast schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ich habe aber noch einen Ausblick für euch, wie wir ja jede Woche haben. Also wir haben nächste Woche nochmal einen Beitrag als Picture in Picture. Das gefällt uns so gut und das wollen wir ein bisschen beibehalten. Und zwar haben wir das Reisetagebuch mit Kali Teil 3 sozusagen. Also ich hatte ja schon mal angefangen mit Bericht über Barbecue King 2015 Abenteuer Grillen mit der Sendung, die bei Kabel 1 ausgestrahlt wurde. Und da haben wir noch ein paar bisschen Filmmaterial hinter den Kulissen. Und das wird auch nochmal ohne Ton sein und ich werde den Ton dann live im Studio sprechen. Aber da könnt ihr euch dann auf nächste Woche schon mal freuen. Und um was es auch noch gehen wird, sind dann die ersten Ergebnisse, die es zu den Stupawahlen zu berichten gibt. Also bis Freitag gehen ja die Wahlen, haben wir gehört, und bis nächsten Mittwoch werden wir da ja bestimmt schon was Neues gehört haben. Ja, ansonsten nächste Woche alle wieder einschauen, wie jeden Mittwoch, 18.18 Uhr bei orga.tv. Bis nächste Woche.